Hallo meine Rambas, ihr habt keine Zeit, ihr seid gerade im Stress oder auf der Toilette, auf dem Weg in die Arbeit oder bei was auch immer, dann ist das richtige Let's Play für euch, weil dieses wird nicht einmal 6 Minuten gehen und trotzdem sehr viel Spannung und Damage beinhalten. Und dementsprechend würde ich sagen, schaut einfach zu, wie der, jetzt muss ich den Namen nochmal lesen, der General Game Tech mit der Su 12244 umgehen wird. Ist ja jetzt das zweite Replay innerhalb von kürzerer Zeit mit dem Panzer. Hat aber auch den Hintergrund, dass das letzte Replay, was ich gezeigt habe, schon mal kurz davor bei Nossi gezeigt wurde, was ich sogar lustigerweise kommentiert hatte. Von dem her, ich wusste, dass dieses Let's Play schon mal woanders gesehen worden ist. Aber in Anbetracht der Arbeit, die ich da schon reingesteckt hatte, dachte mir, okay, ich bring's nochmal. Aber dieses Replay hat Stand jetzt noch keiner gezeigt und dementsprechend will ich es euch dann dafür präsentieren. Wir sind also mal sehr gespannt, wie er den TD hier spielt, weil das ist natürlich gerne mal als zurückhaltender bzw. zum Campen einladender Panzer, aber in dem Fall schaut es nicht so danach aus. Er wird ihn wohl deutlich... Oh, ne, der war nix. Deutlich aggressiver spielen. Natürlich Top-Tier, das ist auf jeden Fall von Vorteil, hat aber hier Gegner... die durchaus sehr, sehr unangenehm werden können. Ein TOC 2 in der Stadt, One-on-One, ist sehr, sehr hart, weil er eine sehr gute Kanone hat. Ein AT-7, ein Challenger, ein Panther, alles Dinger, die auch hohe DPMs haben. Ein KV-2 One-on-One, glaube ich, wissen wir alle, der kann richtig, richtig böse wehtun. Also von dem her ist hier definitiv einiges da, was ihn am Ende wehtun kann. Der KV-85 vom Alpha jetzt nicht so hoch, aber unangenehm kann er trotzdem werden. Jetzt aber schießen. Genau. KV-85 hat sich da bestens gerade gedreht und kurz, einen ganz kurzen Moment, die Front gezeigt. Und dementsprechend konnte er dann gut drauf wirken. Und ich finde es eben schön, dass er sich, weil viele TDs stellen sich zum Beispiel hier ganz gern hin und aimen hier ewig lang rein. Das macht er nicht, sondern nein, er sucht hier auch gerade mit einem starren Turm sein Glück. So, der KV-2 hat den KV-85 jetzt erstmal ins Nirvana geschossen. War eine sehr schnelle Runde für ihn. Die Artis sind jetzt auch offen, TOC ist offen, KV-2 ist offen. Also da ist jetzt alles da. KV-2 nimmt den eigenen KV-2 jetzt raus. Und da ploppt auf einmal die Artie neben ihm auf. Er ist natürlich weiter unten, aber tendenziell bewegt sie sich klar weg, weil Lux am Vordermarsch ist. Zwei Artis sind schon raus. Nur noch die Lorraine lebt und jetzt der Aal 44 ins Heck. Jetzt muss man mal aufpassen, was der KV jetzt hier macht. Oh, da nimmt er ihm wunderbar das Munitionslager raus. Dementsprechend heftiger Schaden. Und jetzt den Aal hier auch nochmal hitten können. Jetzt bewegt er sich, aber der Aal wird... Ah nein, der Aal schafft es nicht mal mehr, den Schuss rauszubekommen. Sehr schön. Sehr gutes Movement. Gut zurückgefahren, um den Drehbereich des Aals zu verlängern. Und natürlich mit dem Munitionslager vom KV. Ja, das hat man halt davon, wenn man Schüsse macht, die einer Art hier entsprechen, hat man halt genauso viel Explosionspotenzial im eigenen Panzer. Und die Gegner-TDs sind sehr defensiv, ganz anders als er ihn hier spielt. Der VK schießt hier, aber ist abgeprallt. Er seines Zeichens, ihm passiert es nicht. VK nochmal und wahrscheinlich das gleiche Spielchen und nochmal der Hit. Mal schauen, ob der VK zu guter Letzt vielleicht noch einmal einen Durchschlag bekommt. Aber nein, da ist er zerstört. Wahrscheinlich sogar Munitionslager rausgeschossen. Aktuell 3 Kills, knapp 3000 Schaden. Und der Japano-Tiger steht hier hinten. Und da bekommt er gleich die Revanche für den Hit, den er gelandet hat. Die Lorraine steht hier und kriegt es vom KV. Nee, doch nicht. So, Lorraine dreht jetzt aber. Und jetzt, wer dreht schneller? Er dreht schneller. Macht die Lorraine raus. 4 Kills. Japano-Tiger nervt weiterhin. Challenger kommt jetzt auch nochmal.
Fahrer ist tot, jetzt geht's auf das Duell, auf das, die letzten Kills heraus. Und den letzten wird er nicht mehr erreichen, der wird rausgenommen. Von dem her hoffe ich, euch hat's gefallen. AT7 wird gekillt und er hat 5 Kills, dabei bleibt's auch. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.